Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel Tipps und Tricks Video. Und heute habe ich mal drei zusätzliche Ideen für euch, die ihr vielleicht in euren zukünftigen Excel Projekten mitverwenden könnt. Das eine ist, wie wir filtern können. Wenn ihr euch daran erinnert, im letzten Video habe ich euch diese Option dieses automatischen Filters hier oben gezeigt. Also diese Option, die ihr hinzufügen könnt in den Optionen, dass ihr automatisch dann auf eine Zelle klickt, beispielsweise hier Gameboy, und dann auf diesen Filter klickt, diesen Autofilter, und dann automatisch danach filtert. Das ist eine Option, wie man sich das Ganze ein bisschen einfacher machen kann, anstatt dass man hier direkt reinklickt und dann in die Daten reingeht und dann hier entsprechend diesen Filter auswählt. Ja, das wäre die andere Option. Eine weitere Option, die es natürlich auch noch gibt, und das darf man gar nicht unterschätzen, das ist tatsächlich die rechte Maustaste in Excel. Also wenn ihr zum Beispiel da draufklickt, rechte Maustaste, habt ihr auch hier bei den Filteroptionen so die Option, dass ihr nach dem Wert der ausgewählten Zelle filtern könnt. Also wenn ihr das auswählt, habt ihr exakt dasselbe Ergebnis. Das habe ich beim ersten Mal vor allem deswegen nicht erwähnt, weil ich das ganz selten benutzt habe bisher, aber ich wollte das auch nochmal nachreichen. Also das ist auch eine Option, die ihr verwenden könnt. Gut. Die zweite Option oder der zweite Trick ist, was ist, wenn ihr Spalten verschieben wollt in eurer Tabelle? Also beispielsweise, ich könnte sagen, ich möchte gerne das Produkt an das, ja, oder zwischen, sagen wir mal, zwischen Januar und Februar stellen. Dann könnte ich ja die Spalte auswählen und dann einmal versuchen, das Ganze so zu verschieben. Wenn ich so mache und dann dahin gehe, das irgendwie so zum Beispiel, dann würde ich die Frage bekommen, möchtest du den Bereich ersetzen? Das möchte ich ja gerade nicht tun. Ich möchte ja das Produkt zwischen die beiden einfügen. Und in der Vergangenheit, wie haben wir es da gemacht? Naja, wir könnten natürlich eine Spalte markieren, könnten uns da so eine Zwischenspalte einfügen und dann den Bereich entsprechend da reinkopieren. Ja? Und dann entsprechend die Spalte B löschen. Das wäre die andere Option. Aber auch das ist ja nicht wirklich effizient. Schöner ist es, wenn wir direkt Folgendes tun. Wir wählen die Spalte B aus, halten dann die Shift-Taste, also die Taste mit Pfeil nach oben gedrückt, und dann seht ihr, wenn ihr über diesen Rand fahrt, habt ihr diese Pfeile in alle Richtungen, und mit gedrückter Shift-Taste könnt ihr den Bereich verschieben, und dann seht ihr auch über diese grüne Linie, wo verschiebt ihr ihn hin. Und wenn ihr jetzt loslasst, entsprechend, dann habt ihr die Spalte Produkt verschoben in dem Beispiel, ohne dass ihr diese Meldung erhaltet, möchtest du den Bereich ersetzen oder andere Dinge hier noch beachten müsst. Also so könnt ihr einfach Shift-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr den Bereich, den ihr auswählt, jetzt nehmen wir mal diesen hier, individuell dahin verschieben, wo ihr ihn verschieben wollt. Ja? Also eine Option, wie ihr das auch tun könnt. Und der dritte Trick, den ich euch hier zeigen möchte, das ist, was ist, wenn ihr keine Lust habt, Dezimalzahlen einzugeben? Ja? Dann, weil normalerweise ist es ja so, ich kann eine Zahl eingeben, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, so. Und dann halte ich eben 12.345. Was aber, wenn ich eigentlich, wenn ich diesen Zahlen hier so eingebe, 123,45 haben möchte? Beispielsweise, also 123,45 € oder 123 irgendwas, 45 irgendwas. Also letztendlich möchte ich die Nachkommazahlen hier definieren. Und zwar automatisch, dass das automatisch eingestellt wird. Ohne, dass ich entsprechend 123,45 schreiben muss. Das kann man ganz einfach einstellen in den Einstellungen, in den Optionen. Das heißt, ihr müsst nur auf Datei gehen, dann geht ihr in die Optionen rein und da findet ihr unter Erweitert, ist das Ganze, glaube ich, mal kurz schauen. Ja, da ist es nämlich. Dezimalkomma automatisch einfügen. Und wenn ihr das entsprechend hier den Haken setzt, könnt ihr hier noch angeben, wie viele. Also wir lassen es jetzt mal standardmäßig auf 2, aber ihr könntet auch sagen 3, 10 oder was auch immer. Ja? Also seht auch hier, wenn ihr mit der Maus drüber geht, anscheinend geht da alles zwischen minus 300 und 300. Okay, so, jetzt lassen wir mal bei 2 und ich klicke mal auf OK. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Wenn ich jetzt nämlich 1, 2, 3, 4, 5 eingebe und dann einfach nur die Eingabetaste drücke, um die nächste Zelle zu springen, bekomme ich automatisch zwei Nachkommastellen hiermit angegeben und das Komma eingefügt. Und das gilt natürlich für alle Werte. Ja? Also je nachdem, wie viele Werte ich hier einfüge, immer die letzten beiden sind dann entsprechend... Oh, mal kurz, Moment. So. Die Zelle ist, glaube ich, zu klein. Das wird das Problem sein. Schauen wir mal. Ein bisschen nach unten schieben, so. Und ist immer noch dazu gestellt, muss eine kleine Zelle nehmen wahrscheinlich, sowas hier. Und dann seht, dass das funktioniert. Auf jeden Fall, so könnt ihr dann automatisch immer zwei oder je nachdem, wie viel ihr eben einstellt in den Einstellungen, Kommazahlen automatisch anfügen an die Zahlen und müsst kein Komma irgendwas mehr schreiben. Ja? Also falls das irgendwie ein Problem ist und ihr das nicht tun wollt, könnt ihr es mal ausprobieren. Nur eben hier der wichtige Hinweis, sobald ihr fertig seid mit den Eingaben, solltet ihr wahrscheinlich wieder auf Dateien gehen, wieder in die Optionen rein und dann entsprechend das Ganze hier unter Erweitert wieder auch deselektieren, weil das ist wahrscheinlich kein Standard, das ihr dauerhaft haben wollt. Es sei denn, das ist was, dann könnt ihr den Haken natürlich auch gesetzt lassen. Aber das nur als Hinweis, das kann man eben so automatisch einfügen.
So, das war's. Das waren meine drei Tricks, die ich hier mitgeben wollte. Also der Filter eben über die rechte Maustaste und die Verschiebung der einzelnen Spalten in der Tabelle, was ganz hilfreich sein kann. Vor allem, wenn ihr große Tabellen habt, dann macht es das Ganze ein bisschen einfacher, wie ich finde. Und eben, falls ihr das nutzen wollt, dieses Feature, diese Option, dass ihr automatisch Nachkommazahlen, je nachdem, wie viele ihr haben wollt, einfügt in die Zahlen. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls ihr wollt und es euch interessiert, abonniert meinen Kanal. Freut mich immer sehr, wenn neue Leute dazu kommen und wir gemeinsam was lernen. Ist ja auch immer schön, dann auch was Neues zu lernen. Gut, und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute.